Moin, hier ist Heini, jetzt geht er weiter mit dem Holzfäller-Simulator 2013. Und ein bisschen wollen wir noch morgen. Eine Tour haben wir ja schon geschafft, hier über die Lame Ente, hier kommt mal ein Schwung, geh mal Gas, ne? Sonst muss ich leider ein Wasser reinschubsen. Okay, haben wir geschafft. Genau, zweimal müssen wir ja noch fahren. Wir müssen von 1 nach 2. Oh Gott, wie fahre ich eigentlich hier? So. Hackschnitzel. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hackschnitzel mit gehacktes oder irgendwie sowas, sondern das gehäckseltes, ne? Gehäckseltes Holz. Das ist nämlich Hackschnitzel. Ich weiß, ich habe auch beim ersten Mal voll Hunger kränkt, wo ich das gehört habe. Ich so, oh, lecker jetzt Hackschnitzel, ne? Nee, 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 das ist kein falscher Hasen oder so. Da ist wirklich, da ist hier Baumstämme. Für die Leute, die das in mein voriges Video nicht gesehen haben, sehen das gleich ja nochmal, wie das funktioniert, ne? Erstmal müssen wir da hinten düsen, ne? Wir sind ja auch gleich da. Da vorne ist das. Hier, wo der Punkt ist, sind wir, ne? Und dann geht das los. Da oben die Rundung, das ist immer, wo ich hinfahre, ne? Also vorwärts, nicht die Spitze. Spitze und nicht, das ist immer da hinten mein Schwanz sozusagen. In der Contenance. Nicht, was ihr jetzt denkt, sondern mein Rücksicht. Vorne ist mein Köpfchen. Und da hinten müssen wir dann hin. So, da kriegen wir den auch noch einmal hin. Na, wie viel Kohle kriegen wir eigentlich nochmal dafür? Das war, glaube ich, gar nicht so wenig, ne, oder? So, komm, Junge, das schaffen wir, das schaffen wir. Genau, da hätten sie den Pfeil auch schon, ne, da müsst ihr nämlich hin. Das ist dann hier, wo die 1 ist, ne? Viele sagen, die Geschwindigkeit ist zu langsam. Nee, das passt vor dem Verhältnis und so, das ist alles in Ordnung. Ist ja kein Rennspiel, ne? Ach ja, man kann das ja auch mit Lenkrad fahren. Fällt mir gerade ein. Aber ich habe es ausgestattet. Warum? Weil ich doof bin. Ne, weil ich gerade was anderes gespielt habe oder so, ne? Und dann nervt er manchmal rum. Daher muss er ab und zu mal ein bisschen hier durch. So, hier off behind. Genau, da musst du da, dann ein bisschen links rollen, ne? Sehr fein, da musst du auch dann hier rennen, ne? Hallo Bagger, den müssen wir auch noch später fahren. So. Und so. Und jetzt vernünftig rückwärts fahren. Schön, sach und sinnig. Die Tür öffnet sich wieder automatisch. Da zeigt die Mama euch. Das Mama bin ich denn, ne? Ups. So, jetzt sollte die Tür aufgehen. Ein bisschen weiter noch. Jetzt geht die Tür auf. Und jetzt wird die Hackschnitzel reingebraten hier. Oh, lagai. So, jetzt wird die wieder voll gemacht. Oder hier, eine Knarre brauchen wir. Nur ein paar Teufelschief, nee, weiß nicht, Arsgeier oder so, oder? Wie viel Geld kriegen wir denn dafür jetzt nochmal? 6600, okay. Abbrechen könnte auch, das wollen wir aber nicht. Abbrechen ist doof. Und du mach mal ein bisschen schneller hier, mein Freund. Der dann mal ein bisschen voller wird. Darf nichts mehr. So, komm her, Minion. Lass dein Prozent noch. So, bei 10 ziehen wir wieder rückwärts, okay? 9, 9, 8, 7, 6, 4, 4, 3, 2, 1. Schottendicht. Siehst du? Da hört aber auf einmal, du. Diesmal fahre ich hier lang.
Weil da hinten kommst du ja nicht einmal so rum. Habe ich in einem anderen Video, ja. Muss ich aber rückwärts fahren? Ich glaube, mein Gehirn, ey. Muss ich aber rückwärts fahren? Oh, ich kann ja gleich hier so anfahren. So, den kippen wir dann nochmal wieder runter. Wumm, alle umgeschaltet. Alle umgeschaltet. Jetzt wieder rechts. Zack, zack. Fein. Ja, wie gesagt, hier kann man mit Lenkrad spielen. Aber ich habe da total vergessen anzuschließen und ich habe keinen Bock auf Neustart, also mache ich da den vollen so. Da geht ja auch. Und rechts aufbiegen, nicht vergessen. Während ihr dieses Video seht, bin ich schon irgendwo am Strand. Ich bin so fies, ich bin so gemein. Ups, ups. Dort auch nicht hin. Dann bin ich jetzt irgendwo am Strand auf Mallorca. Ja, Strand nicht, sondern ich bin ja nicht so Strandtypik hier. Also ein Walross ist doch scheiße. Das Ding, wenn ich da liege, dann komme ich alle mit nassen Tüchern an meinem Mitleid und wollen mich alle nass machen wieder. Ich hab Bock drauf. Aber ich werde da schön die Insel schön erkundschaften. Ich mache auch ein paar Bilder und Videos wieder, wenn ihr Bock drauf habt, dann kann ich das hier alles wiesen. Dann zeige ich euch das mal wieder so ein Spezial. Cool oder cool? Kriegen wir hin. So, sind wir gleich da? Das scheint so. Ja, da ist das gelbe Ding schon da hinten, da wird wieder abgeladen. Nicht, dass er runterrutscht, aber von der Schräge da, ne? So. Habt ihr ja schon mal der Rank-Spiel moppen. Jetzt habt ihr das ja schon auf YouTube gesehen, ne? Unter anderem Video hat jemand einen Kommentar gepostet, dass das wirklich so ist. Da habe ich ja gesagt, das ist nicht erfunden, das ist wirklich, wirklich so gemacht hier, ne? So, ein bisschen noch so. Zack. Sehr schön. Okay. So. So, wird wirklich so gemacht. Das ist nicht erfunden oder so. Das ist Tatsache. Wird dein Wagen komplett hochgehoben. Ne? Ja, ich drücke nicht hoch, so stark bin ich nicht. Und Action. Oh, die letzte Tour. Die holen wir auch mal eben ab, ne? Na, fahren wir mal durch die Straße hier lang, wie sich der Erfinder da mit diesen Straßen aus, was so gedacht hat. Ne? Wollen wir nicht mal quer durchfahren? Ein Glück ist da. Ja, ich freue mich schon auf den Urlaub. Auf den Urlaub freue ich mich schon. Also, wie gesagt, wenn ihr das seht, hier bin ich ja schon da. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwie Jetski fahren. Ne, Jetski nicht. Wer ist es nochmal, diese. Nicht Jetski, sondern. Man drauf sitzt, die Dinge. Da ist ein Jetski, ne? Da ist ein Jetski. So was schön. Oh, da habe ich Bock drauf. Da habe ich echt Bock drauf. Da freue ich mich drauf. Ich werde viele Videos und Bilder machen. Videos, wenn ich hoffe, dass das alles so klappt. Auf jeden Fall Bilder wieder viele machen und dann werde ich da wieder eben schön eine kleine Collage machen für euch.
euch, wenn ihr da Bock drauf habt, ne? Und wenn nicht, dann helft ihr Pech. Ich will nicht, da kommen an die Autos, der sind gerade auf der Map. Nee. Naja, hat's ja gleich geschafft. Ein bisschen noch, ein bisschen noch. Nicht einschlafen so lange hier, ne? Ja, ich war schon 4-mal auf Mallorca. Und dann wollen wir auch schön mit dem Fahrrad wieder durch Spanien fahren, so ein bisschen, ne, in Palma reinfahren, und ich will die Kathedrale angucken. Ah, ich war drauf. Ja, ich habe viele Party in meinem Leben gemacht, da könnt ihr mir glauben. Also von daher, dass ich jetzt nur am Saufen bin, da, ne, könnt ihr euch abschminken, habe ich keine Lust mehr drauf. Ich habe schon Schweinsleber gekriegt, weil mein schon kaputt gesoffen worden ist, ja. Nein, aber hat schon gereicht, was ich Party in meinem Leben gemacht habe. Da brauche ich jetzt nicht auch noch Party machen mit meinem Engel. Von daher mache ich das jetzt vernünftig, alle Sachen sinnig, und ich will die Insel ein bisschen schön sehen. Und nicht diesen Tag mit einem dicken Kopf aufwachen, Kater und so. Da habe ich alles hinter mir, wo ich da 13 war. Nein, bei Scherz, Gottes Willen, da war ich 15, 16. Da, wo ich durfte. Dann habe ich erzählt, dass ich mit dem Handballverein da bin. Das war auch Spanien. Galela. Ich sitze hier, bin nur am Gehen. Das ist doch echt nicht normal. Ey, mein Gehirn. Ey, ich hau mir gleich so eine Sauerstoffflasche quer im Kopf rein. Ey. Echt. Ich war gerade erstmal shoppen. 7000 T-Shirts gekauft. 4x XL. Das ist so geil. Das ist so viel Stoff, du, da können sie ganz, echt, da können sie ganz, ich weiß auch nicht, was die damit machen können. Bundeswehrzelte können die damit machen, ey. Das ist echt Hammer, ey. 4x XL. Ja, 3x wird's auch passen, hatten die aber nicht. Also Mutti, Onkel, Doktor, der Dose, dicker Heini, muss der dann 4x XL schleppen. Ja, darum muss ich 2 Koffer mitnehmen wahrscheinlich, weil ich so viel Stoff da drin habe. Nein. Mit Ryanair fliegen wir. Ist natürlich jetzt, oder sind wir geflogen. Hoffentlich kommen wir alle fein an. So, den auch nochmal eben hier so drin. So, schön gerade, schön gerade, schön gerade. Jawoll. Oh nein, die fein machst du das. Und nochmal. Ey, machst du das nochmal, musst du die kurzfristig an den Hals hauen. Geht der jetzt? Ja. So, und jo, so sieht das aus. Ihr könnt ja danach mal googeln, dass das wirklich so ist. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt auf Woodchips oder so, wie das heißt. Könnt ihr mal auf Google schauen und dann könnt ihr das wirklich angucken im realen Leben, wie das wirklich so gemacht wird, ja, dass die Dinger wirklich so hochgetragen werden. Ist schon eine geile Sache. Ah, dann haben wir ja diesen Auftrag auch fertig. Dann haben wir ja erstmal wieder ein bisschen Kohle verdient. 6.000 und ist ja nicht gerade wenig. Hackschnitzel, Füllstatus 45. Ja, siehst du, haben wir ja fast geschafft. Die Hälfte schon. Jetzt die Hälfte. Das ist ja auch pissen muss. Ich hoffe, dass das da schön ist. Gerade guck, das sind 27 Grad auf dem Malle. Hoffentlich bleibt das auch so. Oder krieg ich schlechte Laune, wenn das wirklich schon scheiße ist. Dann kriege ich schlechte Laune. So, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Ich zähle jetzt auch Plattdeutsch. Bist du das alles mal gekönnt? 91, 92, 93. Ich hab mal, wo ich an der Schule war, habe ich schon gelesen, ne, dass ich da Deutsch, Plattdeutschunterricht gelesen habe. Und hab auch noch gewonnen bei uns in der Schule. Ja. Aber dann ging's ab nach Dornum. Und dann habe ich nicht gewonnen. Den habe ich versagt. Ja, aber auch die Konkurrenz war auch zu stark.
Und dann mussten wir mal immer nach der Schule immer eine Stunde, nee, nach der Schule nicht während der Schulzeit eine Stunde Plattdeutsch, dann haben wir mal Lesen gemacht, ne? Plattdeutsch lesen. Das ist gar nicht mal so einfach, dass du dann, ne? Also Sprechen ist ja kein Thema, aber das Lesen ist komplett was anderes, wenn die ganzen Wörter und so. Und dann haben wir erstmal die ganzen Bücher da so studiert, was ich da vorlesen musste. Im Unterricht habe ich da geübt. Hat Spaß gemacht, das sehr euch. Dann habe ich so eine Geschichte vom Krieg damals erzählt, ne? Nach dem Krieg und dann mit Wurstklauen und so ein Scheiß alles und mit Anhänger, wo Wurst drin versteckt war. Vergesse ich nie wieder, war gut. War echt gut. Aber das war damals vor 700 Jahren. Wie alt war ich da eigentlich? Da war ich nämlich 13, ne? Oh, wie süß, ey. Nur gerade grün hinter den Ohren, kein Haar an der Sack und dann wurde ich schon Plattdeutsch lesen, ne? Krass. Der Zitfuhr ist das hier jetzt ein Glück. Ich weiß, vor anderen sehr ein bisschen langweilig erzähle so das Video. Ja, mag sein. Aber dafür erzähle ich ja schon irgendwie Geschichten. Oder ich versuche irgendwie unterhaltsam zu sein. Also, schöne Video angucken. Yippie. Haben sie ja gleich geschafft. Ich habe gar nicht auf den Sessel geguckt, wie spät wir das schon haben. Nicht, dass ich hier schon eine Stunde die Gegend fahre. Oh ja, es kann natürlich gut sein. Oha. Dann fahren wir mit unserem LKW in diesem Video nicht, im nächsten Video auch wieder zurück, auf jeden Fall. Weil ich lasse es auf keinen Fall kreuz und quer stehen. Nee. Das wird immer schön wieder abgestellt werden zu Hause. Da waren wir unser schönen Schuppen. Da wurde das Haus abgebildet, ist ein Symbol da oben, ne? Da ist unser Zuhause. So, und hier jetzt aufbiegen und die letzte Fuhre abliefern. Sehr schön. Konzentrier dich, Heini. Nicht, dass du daneben fährst, die letzte Fuhre. Nicht verbauen hier, ne? Sehr schön. Sehr schön. Das sieht aber auch aus, ne? Was meinst du, wenn mal so ein Ding da runterkommt? Der ist aber erstmal eine Runde satt. Oh ja. Und das war's. Mal gucken, wann ich meine Mücken kriege. 22.100. Ah, habe ich schon gekriegt. Ey. Das ist ja schnell, ne? Hackschutz. Zwack, Füllstatus. Statt da jetzt Aufgabe erfüllt, habe ich geträumt oder habe ich jetzt geträumt? Nee, ne? Werde ich immer Gas bewegen, Scheißfüße. Ach, alles klar. Neuer Auftrag schon wieder schließen. So, das war das jetzt, ne? Das haben wir jetzt ja super gemacht. Wir können hier auch gerade ausfahren, sehe ich gerade. Machen wir aber morgen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Ich sage schon mal in diesem Sinne ab in die Rinne. Und viel Spaß mit diesem Video. Bis dann. Tschüss.